jetzt du dran, Flip. Auf, Willi, zu deinem neuen Stock. Jetzt wird gegrünt, gejudelt und gerockt. Oh, Entschuldigung, werter Bienenrichter. Aus der Ferne dachte ich, ich hätte die Stimme meines Freundes Willi vernommen. Da wollte ich ihm ein kleines Reiselied singen. Tja, aber wie du siehst, ist er nicht hier. Oh, das ist halb so wild. Wenn er in den neuen Bienenstock einzieht, sind wir Nachbarn. Dann werde ich jeden Tag für ihn ein Liedchen spielen. Aber was? Du willst doch wohl nicht etwa direkt vor dem Bienenstock so rumfiedeln. Doch, je lauter, desto besser. Augenblick mal. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass der neue Bienenstock ein Treffpunkt für untalentierte Grashüpfer wird. Ich habe was gefunden, aber es war so schwer, da habe ich es lieber schnell selbst gegessen. Ach, das ist doch nicht zu fassen. Der ist dümmer als eine Wespe. Hier, Richter Bienenwachs, ich bringe Ihnen Nektar. Oh, Moment. Ich bin schließlich hier der Pollentester. Na, was soll denn das? Oh, ein Tollpatsch. Und frech bist du auch noch. Absolut absurd. Ah, Willi, da bist du ja endlich. Warum hast du meinen Balli darauf gerollt, hä? Ist das wieder einer von deinen dummen Streichen? Na, warte, du sollst mich kennenlernen. Aber das war ich doch gar nicht. Hey. Oh, komm her. Hey. Ja, bleib hier. Hey. Hör sofort auf mit dem Unsinn. Hey. Absolut absurd! Warte, wenn ich dich kriege! Jetzt hab ich dich, du gemeine freche Biene! Das ist absolut inakzeptabel! Mein Balli! Mistkugel im Anmarsch! Was? Mein Balli! Tut mir leid, das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Ich bin einfach nur zu dumm. Das war aber knapp. Nur gut, dass Lisa da war, nicht wahr? Ja, das kann man wohl sagen. Danke, kleines Bienchen. Du wirst im neuen Stock einen ganz besonderen Platz bekommen. Oh, toll, so ein Platz wie Willi, den hätte ich nämlich gerne. Aber ich soll gar nicht mit umziehen, wirklich zu schade. Was sagst du da? Für so ein tapferes, fleißiges und begabtes Bienchen ist kein Platz im neuen Stock. Und den dummen Schlingel muss ich mitnehmen. Und da kommt mir eine brillante Idee. Also, hier ist meine brillante Idee, die nur ein kluger Richter wie ich haben kann. Willi und Lisa tauschen die Plätze. Lisa kommt mit, Willi bleibt da. Absolut genial, wie ich schon sagte. Oh, wie schade. Und ich hatte mich so auf den neuen Stock gefreut. Aber wenn Sie meinen, von mir aus... Und dann ist ja alles in bester Ordnung. So, und morgen ziehen wir um, ohne Umwege und ohne diesen Willi ein Glück. Er hat's geschluckt wie süßen Honig, Maya.